Neben dem Studium ist Forschung und Lehre ein wichtiger Auftrag einer Hochschule. Die OTH Amberg-Weiden bietet zusammen mit dem Partner Steinbeis Hochschule und JROP-Akademie ein Weiterbildungsprogramm für OP-Fachpersonal an. In theoretischen und praktischen Kursen lernen die Teilnehmer die konkrete Arbeit im Hybrid-OP. Der Zertifikatslehrgang ist ein dreimonatiges Ausbildungskonzept. Davon sind 20 Tage Präsenztage an unterschiedlichen Universitäten und Ausbildungsstätten in ganz Deutschland. Ein Standort davon ist die OTH in Weiden. Zusätzlich gibt es 24 Selbstlerntage, an denen die Teilnehmer Online-Material im Selbststudium erlernen. Eine abschließende Transferarbeit verknüpft die erlernten Themen mit der Praxis am Arbeitsplatz. Wir können das insofern mitnehmen, dass wir merken, dass wir hier die Standards und die Abläufe perfektionieren können und somit die Technologie vor Ort dem Anwender näher bringen können, in dem Fall dem Chirurgen, und eine unterstützende und leitende Funktion in der Bildgebung und in der Assistenz haben. Der Kurs bietet den Teilnehmern eine deutschlandweit einzigartige Ausbildung. Es ist kein Standard, dass man eben diese Dinge praxisnah mit der Theorie auch üben kann. Wir haben aber festgestellt, dass eben im Umfeld so komplexer Technologien, und das ist jetzt nicht nur in der Navigation, sondern auch beim Schwerpunkt des Programms mit dem Angiografiesystem, ein viel umfassenderes Training erforderlich ist als das, was die Hersteller typischerweise anbieten. Und das ist der Schwerpunkt dieses Kurses, dass die Teilnehmer quasi einen Führerschein für Technologie erwerben und damit in der Lage sind, diese Technologien zu nutzen. Doch nicht nur die Teilnehmer profitieren von der Fortbildung. Die OTH Amberg-Weiden macht sich durch Angebote dieser Art zu einem singulären Bildungsstandort in Deutschland.